Hallo und moin moin, liebe Zuschauer hier in der Halle 6 der 34. Ostfrieslandschau 2012. Heute der letzte Tag. Und heute zeigen wir Ihnen nochmal einen Querschnitt aller Tage unserer Tagesberichte. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, wir sehen uns gleich wieder. Liebe guten Ostfriesen in Amerika, einen herzlichen Gruß von der 34. Ostfrieslandschau in Leer sendet Ihr Ministerpräsident David McAllister. All the best to America. And please bear in mind that Germany is on a good way in the moment and we hope that we can continue this good way, especially in Lower Saxony. Thank you. Tag der Ostfrieslandschau. Wir machen einen Rundgang und schauen uns um. Da bin ich wieder, wie versprochen, liebe Zuschauer, aus der Halle 6 der 34. Ostfrieslandschau. Tag 8 ist nun schon fast vorbei. Und wie versprochen, bei mir auch wieder Frau Eichfeld. Herzlich willkommen von der Firma Haug Ausstellung aus Kloppenburg mit dem Resümee dieser Messe. Frau Eichfeld, wie war es denn nun? Wir haben heute schon den 9. Tag, der zu Ende geht. Können Sie mal sehen, der Stress der Messe. Ja, ein kleiner Rechenfehler, aber ich glaube, wir dürfen unterm Strich gut zufrieden sein. Wir hatten einen sehr guten Besuch. Es waren keine großen Zwischenfälle da. Es war eigentlich alles rundherum, lief alles gut und rund. Wir sind rundherum zufrieden. Haben wir denn die angekündigten Zahlen schon so ein bisschen erreicht? Sie hatten, glaube ich, 80.000 angekündigt. Kann man davon ausgehen, dass wir das schaffen? 80.000 hatten wir sehr niedrig kalkuliert oder realistisch, will ich mal sagen. Und wir haben die getoppt oder werden die toppen. Wir hatten gestern Abend 73.000, 74.000 Besucher und die werden wir heute dicke schaffen. Ich schätze, es wird sich so zwischen 83.000 und 85.000 einpendeln. Das klingt einfach nur gut. Das heißt, die Messe ist angenommen worden. Was sagen denn die Aussteller? Sind wir alle rundherum zufrieden? Doch, was wir so gehört haben, wir kriegen nur positive Resonanz. Es waren schon viele Aussteller bei uns im Büro, die sich auch für die nächste, für die 35. Jubiläumsveranstaltung haben sich ihre Standfläche sichern lassen. Entweder die Standfläche, die sie hatten, oder einer sagt, ich würde vielleicht doch gerne lieber ein bisschen nach vorne oder in die Mitte stehen. Also wir haben schon feste Buchungen fürs nächste Mal und ich denke, das ist der Garant dafür, dass es nächstes Mal eine nächste Ausstellung geben wird und dass diese Ausstellung auch für unsere Aussteller richtig gut gelaufen ist. Und es geht ja den hiesigen Ausstellern, da legen wir ja unser größtes Augenmerk drauf, nicht unbedingt ums Verkaufen, sondern den hiesigen Ausstellern geht es um Image und Produktwerbung. Und die sagen, wir haben so gute Gespräche geführt, werden die Kontakte haben, haben Adressen aufgeschrieben, das Nachfolgegeschäft bekommen und dann werden auch die Aufträge geschrieben. Vielen Dank. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen was an diesen neuen Messetagen dazu beitragen. Wir haben unser Möglichstes getan. Wir haben viele schöne, interessante Beiträge versucht, ins Internet zu stellen. Und ich darf mich an dieser Stelle recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass wir hier sein durften
Und ich hoffe, dass wir uns auch in der 35. Ostfrieslandschau hier in Leer wiedersehen. Und in dem Zusammenhang, liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, die 34. Ostfrieslandschau hat Ihnen hier in Leer gefallen. Auch wir bedanken uns bei Ihnen natürlich für Ihre gute Berichterstattung und bei allen Ausstellern und hoffen, dass wir in 2 Jahren uns alle wiedersehen, gesund und munter. Tschüss.